So, willkommen im Tal der Könige. So, hier sehen wir die Gräber als Format. Manche sind sehr tief und manche sind nicht so tief. Der Eintritt kostet ungefähr 9 Euro und wir dürfen uns 3 Gräber aussuchen, die wir jetzt besuchen können. Ja, es ist ein bisschen kalt im Januar, deshalb habe ich noch viele Kleidung an. Ja, und hier ist meine wunderbare Kleopatra, eine kolumbianische Kleopatra, die jetzt mitkommt. Und zuerst gehen wir in das Grab des berühmten Ramses. Ja, so, viele Touristen hier. Ja, sehr schön. 2, 8 und 11. Sollen wir gehen? Können wir vielleicht mehr sehen, wenn es geht? Aber gucken wir erstmal 2, 8, 11. Falls sie tatsächlich kontrollieren, wie viele Gräber wir besuchen. Oh, Tutankhamun! Oh no, Ramses. 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 So, hier können wir schon sehen, ein bisschen. Wow, die Hieroglyphen sind wirklich fantastisch. Der Pharao kommt, hallo. Straßvizier. Grabkammer von Ramses III. Und man sieht, es gibt überall Hieroglyphen. Und so viele Sachen zu sehen. Aber wirklich, wirklich toll. Hier sogar die großen Bilder. Man kann viel über das alte Ägypten lernen. Leider weiß ich nicht, wie man das interpretieren kann. Vorne ist schon der Ausgang wieder. Da an der Decke haben sie Hieroglyphen. Überall. Oh, ist ja schön. Ja, aber ich dachte, Pharaonen sind nur Männer. So viele Hieroglyphen. So, jetzt sind wir hier im Grab von Merenpeter. Ja, ein Sohn von Ramses. Ja. Und es ist ein bisschen größer als das andere Grab gerade von Ramses III. Hier sehen wir auch schon, es gibt kaum noch Hieroglyphen. Es wurde fast vollständig renoviert. Und könnte das Grab sein mit der Mumie? Irgendwo muss die Mumie hier auch zu finden sein. Wo ist die Mumie, Paula? Hier unten, glaube ich. Gucken wir mal. Als ich vor 7 Jahren noch hier war, waren sie sehr streng mit der Fotografie. Man durfte nicht das Foto machen. Und überall waren Leute, die es kontrolliert haben. Und jetzt, 7 Jahre später, man braucht noch nicht mehr einen Permit. Vor ein paar Jahren konnte man noch einen Permit kaufen für 10 Dollar. Und jetzt ist sogar alles kostenlos. Ja. Also die Fotos. Dafür kostet der Eintritt jetzt 9 Euro. Früher waren es 5 Euro. Ah ja. Hier. Ja, ist Mami. Ah ja, hi, geheim. Ui. Wow. Da rein. In der Grabkammer. Ui, wie creepy. Wir sind in der Grabkammer. Ui, sie wollen immer Geld haben. Ja, und das ist ja wirklich jetzt was Besonderes.
Vielleicht sollten wir ihm noch ein bisschen geben. So, hat die Paula das Grab von innen gesehen? Ja. Mit dieser Maske passt das ja. So, eins haben wir noch. Aber vielleicht können wir sie am Eingang auch bestechen. Ja, sie sehen sehr bestechlich hier. Das berühmte Grab von Tutanchamun. Ja. Ich glaube, sie wollen extra Geld. Können wir zumindest mal hier gucken. Da vorne ist der Eingang. Ah ja, hier sind sie sehr streng. Man kann aber hier unten trotzdem ein bisschen was lesen über das Grab. Das ist ein extra Ticket. Beim Wardekarte reingegangen, bitte 5 Millionen. Die andere durch 2 Jahre, die alle Mitarbeiter. Schon gehört, alle tun. Meine ich die Doktor oder die Fotografer. Die ganze Gruppe hat schon geholfen. Huadekarten, die Entdeckung, alle schon gestorben ist in 2 Jahren. Das Grab war zu durch 3000 Jahre. So Luft war nicht sauber. Das ist wegen der meisten Bakterien oder Virus schon. Aber das, was die Wissenschaft sagt. Aber was ist echt, ist ja nichts passiert. Was sagt Cleopatra zu den Gräbern? Die Gräber sind so heiß, ja, war sehr schön drinnen. Wir waren auch so glücklich. So. Sehr schön. Die Grabkammer. Wow. Sie ist so schön bunt. So, schauen wir mal Nummer 9 an. Ist gerade keiner da. Da steht auch extra Ticket. Schauen wir, was wir sehen können. Auch ganz alleine. Das ist Grab Nummer 9. Auch irgendein Ramses. Ich habe vergessen die Nummer. Ich glaube 2 Ramses sogar. Tutankhamun. So, hier das Tuch mit extra Ticket. Okay. Ach, Kamera. Hier. Ah, hier ist gut, hier. No money here. Wo ist die Kamera? Woher ist die Kamera? Ah, oh, da ist die Kamera. Okay. Outside. So, hier ist Ramses der 9. Mal gucken, was es hier gibt. Yes. Okay. Welcome, Faraon. Thank you. Okay. Super. So, Ramses der 9. Das letzte Grab für heute. Ramses der 7. Wir mussten ihnen 1 Euro geben, damit sie uns reinlassen. Wir haben nur 3. Gräber besuchen darf. Okay. Ich hoffe, es war 1 Euro wert. Ich meine, es ist eigentlich unbezahlbar. Ja. Aber auf jeden Fall billiger, als wenn wir noch ein Ticket kaufen würden. Weil es kostet ja 9 Euro für 3 Gräber. Das heißt, ein Grab kostet 3 Euro offiziell. Das heißt, 1 Euro ist schon mal günstiger.
Vor allem für beide 1 Euro, also 50 Cent. It was inside. But I take everything out. Okay, is it inside here? No, it's okay. Ah, not so many tourists come here. No people. No tourists. Here, this tomb, no tourists. Small, slow, slow. Ah, small, especially small. Here. They go to the other tomb. They go to Ramses too, but here not many. Eh? Very few. So that's why it's very special. We're the only tourists. Das war's schon vom Tal der Könige. Jetzt gehen wir Mittagessen. Aber wir haben noch nicht alles gesehen. Es gibt so viele Gräber, die wir nicht gesehen haben. Vielleicht beim nächsten Mal.